So, Freunde, weiter geht's mit Dismantle. Ich habe ja letztes Mal versucht, die Brennstoffzelle im Südosten zu holen. Hat sich als etwas umständlicher herausgestellt, als ich gehofft hatte. Die Gegend da unten ist ein wahres Insellabyrinth und irgendwie gibt's keine richtigen Wege und eine Brennstoffzelle habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß, wo eine Gruft ist und damit fangen wir jetzt an. Also dann fangen wir an. Der Undertaker. So, zum Thema, ich weiß, wo eine Gruft ist. Ich habe tatsächlich schon einen Wegpunkt gesetzt. Gut, dann laufen wir also in Richtung Wegpunkt. Hey, ich kann ja was kaputt machen. Ich sollte mich jetzt vielleicht nicht allzu lange aufhalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich ein paar Versuche brauchen werde, weil hier doch irgendwie ziemlich fiese Vegetation ist. Aber der Vorteil ist, dass ich ein Signal gesetzt habe. Und deswegen wird jeder Versuch einfacher als der davor. Hier ist kaputte Brücke. Nicht ablenken lassen. Einfach nur zur Gruft. Diese Stacheldinger sind schon echt ätzend. Also, stachelig. Aber es werden weniger, je nachdem wie oft ich hier langlaufe. Diese Tür ist blockiert. Und diese Stachelpflanze ist... Ich kann die nur... Oh, warte mal. Ist meine Schaufel länger? Tatsächlich, mit der Schaufel komme ich ran, ohne dass sie mich pieksen. Es dauert halt ewig, weil die Schaufel keinen Schaden macht. Aber die Schaufel ist halt einfach für Gartenarbeiten da. Ich erkenne ein Muster. Und ich schimpfe immer über die Schaufel. Dabei ist die genial. La 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 la. Dauert halt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Und direkt aus Versehen graben danach. Aber eigentlich brauche ich die gar nicht kaputt machen, oder? Ah, es geht auch mit dem Brecheisen. Ich muss nur vorsichtig genug sein. Ist gut zu wissen. Au! Okay, es geht tatsächlich. Mörserknolle. Wer denkt sich sowas aus? So, Gruft. Und irgendwie bin ich da auch gestorben. Ah, da ist ein Vetter. Ich habe keine Messer. Ich habe keine Messer. Ich sterbe hier gleich schon wieder. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das werde ich nicht überleben. Aha. Und diese Kack-Stachelfiecher halt. Unmöglich. Okay. Nächste Runde. Aber jetzt haben wir ja eigentlich nichts mehr auf dem Weg. Das heißt, das nächste, was wir sehen, ist ja tatsächlich schon hier dieses komische Viech. Aber wenn der Weg nicht so kompliziert wäre, dann wäre mir das irgendwie alles auch lieber. Weil ich habe nicht so eine gute Orientierung, sagt man. So, dann muss ich jetzt hier den... Moment. Schon falsch gelaufen. So viel dazu. Da muss ich jetzt hier erstmal den Fetten loswerden. Den Fetten. Okay, das war einfach. Das Ding hier ist auch weg. Jetzt machen wir die hier noch weg. Ganz sanft, schön auf Entfernung. Dass ich das jetzt erst rausgefunden habe, das ist wieder typisch für mich. So, was jetzt blöd ist, alle meine Materialtaschen sind voll. Vielleicht sollte ich doch nochmal kurz ans Lager und abliefern, weil ich glaube, in diesem Labyrinth, da sterbe ich ja doch ein paar Mal. Warum gibt es hier eigentlich keine Kisten, die ich irgendwie unterwegs bauen kann? Oh, dich habe ich vorher noch vergessen, ist vielleicht falsch gesagt, aber ignoriert. Jetzt haben wir, glaube ich, unterwegs tatsächlich alles kaputt gemacht. Es steht hier nichts mehr. Nichts. Wo ist jetzt das blöde Lagerfeuer? Ah, ich verlaufe mich immer. Da, geradeaus. Geradeaus. Oh, da nebenan ist auch noch einer. Okay, jetzt schnell wieder Wind, wieder zurück zum Gruft. Und dann schauen wir mal, was für ein Rätsel diese tolle Gruft wieder für uns hat. Ich freue mich. Wird sicher wieder lustig. Weg der Flammenschlangen. Okay, sowas liebe ich. Sowas liebe ich gar nicht. Also hier komme ich schon mal nicht durch. Wie weit geht es denn? Ach du Schande. Ich kann da halt nirgends anhalten, ne? Ich kann echt nirgends anhalten. Also, wir probieren's. Also Töpfe sind schon mal blöd. Dann probieren wir es doch hier. Und hier. Ups. Hä? Hat mich da überhaupt was berührt? Wait, what? Ja, okay. Das Eck ist schlecht. Ich muss durch die Töpfe. Ich muss auf jeden Fall durch die Töpfe. Ich sehe schon. So, so. So. Schnell hier kaputt machen. Nee. Das geht nicht. Aber da oben geht's doch auch nicht. Also, hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Ich muss auf jeden Fall
Muss auf jeden Fall hier oben rein, dann rechts rüber, wahrscheinlich bis ganz rüber und dann rauf und wieder rüber. Ich muss durch die Töpfe, weil auf der anderen Seite, da ist immer zu. Also gut, nächster Versuch. Rüber, rauf. Moment mal, ich könnte doch hier jetzt abkürzen. Nee, ich komme da nicht durch. Ich komme durch die Töpfe nicht durch. Ich brauche endlich wieder was, was mehr Schaden macht oder... Warte mal. Ich kann die von hier aus kaputt machen. Aber jetzt wahrscheinlich nur einmal, weil... Okay, weil ich glaube, es füllt ja nicht wieder auf, wenn ich hier im Ding sterbe. So, und rauf und rüber und rauf und hey, das war ja entspannt. Das hatten wir schon schlimmer. Jojojojojojojojo. Hä? Da ist immer noch eins an. Ah, jetzt ist es ausgegangen. Das war jetzt einfach. Dann können wir jetzt auch noch nach der Brennstoffzelle gucken. Also die Gruft, die reicht jetzt nicht für heute. Das geht nicht. So, so mit O oder so ähnlich. So, jetzt kann das Ding schon mal nicht auf mich schießen. Aber dann haben wir noch da so einen komischen Werfer stehen. Ja, erstmal Stachelpflanzen wegmachen. Und Zäune, genau. Au! Arschlochpflanze, ja. Der sieht mich nicht mal. Bäm! Ich bin so Killer. Töte mich nicht, du Stachelpalme. Oha! Hör jetzt auf! Schluss! Mann, Mann, Mann. Au! Diese Kack-Stacheldinger sind viel schlimmer als die Schießenden. Bum, 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 bum. So, wo ist eigentlich die Brennstoffzelle? Die ist ganz da hinten. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich hier drüben bin, erstmal hier rauf wahrscheinlich. Oh, ist da ein Lager? Nee, ist ein Wunschbrunnen. Ich muss auf jeden Fall erst hier rauf und dann darüber und dann wahrscheinlich wieder runter und rüber und rauf und rüber und... Ah ja, klar. Als ob... Oh Gott, ein Lagerfeuer. Das ist hervorragend. Genau das brauche ich hier jetzt. Weil sonst wird die Strecke ein bisschen arg lang. Wohin jetzt? Ganz einfach. Hier war das rauf und rüber und dann rüber und runter und hier ist schon mal falsch. Rauf, rüber, drunter, drun. Einfach der Straße nach. Da kam ich her. Dann muss ich hier hin. Ist eigentlich relativ einfach. Oh. Ein altes Theater, wie es aussieht. Tu mir nichts. Ich tu dir was. Was gibt's hier? Ich brauche Kartoffeln und Elektro. Boah, das ist ein guter Tisch. Es gibt keine guten Tische. Ich dachte immer, es gäbe gute Tische. Möhrensaft. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Da wird die Sucheffizienz besser. Ja klar. Möhren sind gut für die Augen. Mein Gott, diese Mörserknolle hier. Das tödliche Signal ist schon echt sinnvoll. Dich töte ich auch. So. Eine neue Geschichtentafel. Die Legende. Was haben wir diesmal für eine Legende? Erzähl mir tolle Sachen. Okay. Tag 13. Im Paradies sozusagen. Okay, hier ist jetzt ein bisschen mehr los. Einfach weiterlaufen. Boing. Boah, nicht zu nah an die Pflanze. Tassen. Boah, aber mit den Stacheldingern und den Mörserknollen und dann dazwischen irgendwie irgendwelchen Typen ausweichen, das ist auch hardcore. Aber geht. Aber geht. So. Oh, ein neues Lagerfeuer. Auch gut. Neue Lagerfeuer sind immer gut. Kann ich nämlich immer meine Messerchen auffüllen. Weil ich brauche ganz schön viele Messerchen. Und wie geht weiter? Was kann ich hier lesen? Gründertag Sonderangebot. 3 Nächte all inclusive für nur 58,99. Klingt nach einem Schnäppchen. Ist es aber nicht. Ah, warte mal. Ich muss mal hier durch. Da komme ich glaube nicht durch. Doch, da komme ich durch. Vielleicht blockiert. Ah, da oben sind die Türen bestimmt auch blockiert in dem zweiten Gebäudeteil. Da muss ich quasi außenrum. Ich sehe das schon. Ich sehe schon, wie sich das andeutet. Ja, genau. Dachte ich es mir. Blockiert. Deswegen muss ich nämlich hier unten lang. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Spielplätzen. Vor Friedhöfen. Wobei, das ist jetzt eher ein Spielplatz. Ein Park sozusagen. Du Kackteil. Oder Spuckteil, oder wie du es auch immer nennen willst. Geh mir aus dem Weg jetzt, ja. So, viele Hände, schnelles Ende. Ich habe 2 Hände. Reicht. Alles töten.
Es kommt ja zum Glück nichts wieder, aber ich habe hier jetzt relativ wenig von den Pflanzen getötet. Und das ist ein Thema. Ein Hetzer. Auch weg. Wo geht's denn jetzt weiter hier? Nirgends. Muss ich wieder ein eigenes Türchen bauen? Oh, jetzt habe ich gleich ein gesundheitliches Problem. Oh Gott, 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 oh Gott. Oha. Ich habe zwei gesundheitliche Probleme, wenn nicht sogar drei. Ich habe drei gesundheitliche Probleme. Ja, nö, dann gehe ich erst wieder heim. Erstmal wieder zum Lagerfeuer, ein paar Messerchen auffüllen. Boah, das wird sich jetzt ziehen hier. Mit drei so Stalkern, das ist eine Hausnummer. Wo bin ich? Wo bin ich hergekommen? Ja, genau. Oh, ihr Arschlöcher! Ihr Saudrecksdinger! Na, Mana verliere ich nicht. Schön. Ist mir völlig egal, Alter. Also gut, alles töten. Ist mir jetzt egal. Und wenn ich 100 Mal hin und her laufen muss, es ist mir jetzt wurscht. Jetzt wird alles unterwegs platt gemacht. Nicht, dass sowas aus Versehen nochmal passiert. Weil da hätte ich jetzt echt keine Lust drauf hier. Wenn ich mich gleich mit drei so nackigen Dingern da anlegen soll, dann kann ich mir jetzt... Da kann ich es mir nicht erleisten. Dann kann ich es mir nicht erlauben. Oder leisten. Nicht erleisten. Da kann ich es mir nicht erlauben, hier jetzt unterwegs drauf zu gehen. Wegen so Kackpflänzchen hier. Die sind aber auch scheiße, die Dinger. Hör jetzt auf! Ich brauche neue Messer. Ich brauche neue Messer. Es könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Achso, hier sind auch noch ein paar. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn offenbar erwischt. Das dauert immer länger. Es hat halt irgendwie einen festen Rhythmus. Und jetzt habe ich halt irgendwie doch schon einige Taschen und Zeugs. So. So, der Fette ist weg und ich schon wieder fast tot. Also, nächste Runde zum Lagerfeuer. Warte mal, können wir hier vielleicht mal eine Abkürzung einbauen? Weil ich muss ja nicht immer außen rumlaufen hier. Manchmal muss man sich das Leben auch mal einfach machen, ne? Einfach machen. So, auf nach Dingenskirchen. Boing, boing. So, das wäre das mit euch. Ich bin ja schon da. Mach ich den hier noch platt. Einfach nur, weil ich gerade in der Gegend bin und es kann. Schaffe ich zwei Stalker? Schaffe ich einen Stalker mit einem Trippelmesser und fünf normalen? Nee, es geht nicht auf. Ich bin schon wieder viel zu tot. Dann muss ich hier erstmal Platz machen, auf jeden Fall. Aber wenn ich mit den Stalkern hier unterwegs bin und rückwärts laufe, dann möchte ich nicht an irgendwelchen Bänken hängen müssen. Da hätte ich mal gar keine Lust drauf. So, Lagerfeuer zurück. Nochmal Messerchen auffüllen und alles. Kann ich die Messerchen... Oh, wenn ich jetzt irgendwelche Messerchen leveln könnte, das wäre natürlich ganz cool. Wurfmesser, fehlt mir das richtige Holz. Und Messer-Dolch-Trio. Fehlt mir auch das richtige Holz. Hä? Ne, ist ja ganz anderes. Ich habe Holz und Bauholz. Ja. Es gibt also drei Klassen von Messer. Von Messern. Von Holzen. So, jetzt müssen wir einen nach dem nächsten Blatt machen von diesen nackigen Dingern. Junge, Junge, Junge. Könnte interessant werden. Eins, zwei, drei, vier. Und einmal draufhauen. Cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah. Ich habe keine Messer mehr. Hab ihn. Oh, oh, oh. Ich gehe auffüllen. Das waren ja schon mal zwei hintereinander. Jetzt ist, glaube ich, nur noch einer da. Also vorausgesetzt, ich habe vorher alle gesehen. Es könnte natürlich auch sein, dass da noch ein paar weiter weg sind. Aber die gehen jetzt langsam richtig entspannt. Das ist ja richtig locker flockig. Brauche ich ja gar keine Angst mehr haben. Da habe ich schon Schlimmeres umgelegt. Ja, wobei, ich glaube schon, dass es die fiesesten von allen sind. So, hier ist noch einer. Yeah, viermal Dolch-Trio und dann war da einer. Ah, richtig entspannt. Richtig entspannt. So, ganz vorsichtig und so. Wer sind Sie? Ach komm, ein Hetzer.
Brauche ja nicht mal aufstehen. Kann ich ja liegen bleiben von meiner Rolle. Au! Der tut mir mehr weh als ein Hetzer? Really? Tap, 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 ta. Huch, jetzt bin ich fast in die Stachel gelaufen. Kann ich mal den Mörser-Typ hier weg? Da, 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 danke. Was gibt's hier? So, das ist also die andere Seite von diesem zweiteiligen Haus. Muss ich jetzt erstmal Abkürzung freimachen. So, was gibt's hier zu essen? Karotten und Mais. Wow, ich kann die Tür öffnen, die ist nicht blockiert. Alle Türen entblockieren. Weil das ist jetzt der absolut kürzeste Weg zum Lagerfeuer hier. Brauche ich nämlich gar nicht so viel außen rumlaufen. Wenn es das überall geben würde. Ach, meistens sind es ja irgendwelche Brücken, die man reparieren kann. Aber halt immer von der anderen Seite. So, nächste Runde. Ich schaffe das heute noch. Ich sehe heute noch die Brennstoffzelle. Ich hole sie heute noch nicht, wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich wieder so eine Nummer wie in dem Hochsicherheitsgefängnis. Wir erinnern uns. Es war irgendwie einfach, aber halt doch ziemlich langwierig. Im Sinne von, suche den Schlüssel. Er ist im Polizeirevier in irgendeinem Ort nebenan. Es wird hier bestimmt nicht einfacher. Videosequenz. Ja, ist genau das gleiche Ding wieder. Die Brennstoffzelle steckt in diesem Apparat. Ich schätze, ich sollte einfach versuchen, sie auszubauen. So, geht das Ding jetzt direkt an? Also, wir wissen, wie das funktioniert. Wir kennen das ja schon so ein bisschen. Ich mache jetzt also erstmal ein bisschen Platz, weil Platz ist immer gut, wenn man gegen irgendwas kämpfen muss. Was ist das denn eigentlich? Irgendwas Metallisches. So, allzu viel Platz habe ich hier gar nicht. Was gibt's eigentlich hier noch? Nichts mehr. Fühlen wir uns bereit? Ja, komm, lass machen hier. Ja, gleiches Spiel wie letztes Mal, ich seh's. Immer schön die Plus Einsen einsammeln. Dann das ein bisschen ausweichen. Und hoffen, dass er mich nicht erwischt. Wenn dann die nächste Stufe einsetzt, dann kommen wieder ganz komische Bewegungen bei ihm wahrscheinlich. Er hat jetzt gerade ein Messer verschwendet. Oh oh. Nicht kaputt machen, nicht. Oha. Oha. Der kann aber bessere Raketen als der andere. Uiuiuiui. Der macht mir aber... Alter! Das ist aber eine andere Hausnummer, ey. Ja klar, jetzt starte ich wieder hier, ne? Ja, ja, ganz toll. Hat er jetzt wieder volle Energie? Oh, ich befürchte es. Ich befürchte es. Also, kurzer Weg. Ja, er hat wieder volle Energie. Du kriegst mich nicht. Okay, du hast mich gekriegt, weil ich zu doof war. Weil ich schon wieder zu doof war. Oh, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt hat er nämlich auf einmal Raketen. Oh, da musst du erstmal wegkommen. Junge, Junge. Das ist schon ein ganz schön wilder hier. Was mache ich denn? Was mache ich denn?
Oh Mann. Alter Schwede. Das, Oh. Splittergranate. Oh ja. Oh ja. Oh bitte. Splittergranate nehme ich. Und gleich mal verbessern. Und gleich mal. Also das, Schaden. Keine Ahnung. Weiß. Also ich tausche meine normalen Messer gegen Splittergranaten. Okay. Jetzt sind wir doch beieinander, glaube ich. Manchmal sollte man einfach auch mal ein bisschen was bauen, ne? Weg, 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 weg. Ja, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's richtig hässlich. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Lauf doch. Warum läufst du so langsam? Ich sterbe jetzt. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Scheiße. Nein. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich auch. Aber er ist tot. Ich. Alter. Aber Granaten sind nice. Merken wir uns. Granaten sind. Puh. Bauer, braucht kein Mensch. Kulinarier. Braucht kein Mensch. Tierfreund wäre vielleicht ganz nett, dass ich mal ein bisschen mehr Fell bekomme, aber mehr Trefferpunkte. Erfinden und herstellen. Was gibt's Neues? Fachmännische Zerlegung. Ich halte das ganze Material verrückt, wenn ich ein Objekt zerlege, das ich selber gebaut habe. Ist schön. Interessiert keinen. Ungewöhnlicher Kompaktor. Brauche ich Bauholz. Was zum Geier ist denn eigentlich schon wieder Bauholz? Katana. Es ist bestimmt mega Wäffchen. Wir müssen die Brennstoffzelle noch holen, glaube ich. Nachdem wir das Ding zwar erlegt haben, aber irgendwie ja gleichzeitig gestorben sind. Aber es war ein cooler Bot. Aber der war ein bisschen. Der war ein bisschen heavier als der erste. Erstmal mein ganzes Zeug wieder einsammeln. Da liegen doch bestimmt noch 3, 4 Leichen rum, oder? Nee, nur die eine. Okay. So, Brennstoffzelle entnehmen. Nice. Dann muss ich doch jetzt nur nach da oben. Warte mal, da. Irgendwo gab es noch eine Brücke, ne? So, hier ist eine reparierbare Brücke. Und da laufe ich jetzt hin. Vielleicht. Dann muss ich, glaube ich, diese Kackpflanzen, Alter. Muss ich jetzt hier rum, darum Löffelstiel. So, dann ist hier doch die reparierbare Brücke, nicht wahr? Doch wahr. So, jetzt muss ich ja nur, darauf. Hier ist auch kein Verbindungsturm in der Nähe. Ja, Mist. Da muss ich halt echt laufen, oder? Oder ich laufe da wieder runter zum Verbindungsturm. Ach was, laufen wir kurz. Was haben wir hier wieder? What the? Was ist das? Was kann das? Was? Ah, das ist dieses Schallwellending für den Bunker. Stimmt, da war ja was. Aktiviere den Lautsprecher. Ja, nee, gar keine Zeit für sowas. Ich muss Brennstoffzellen suchen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Versammlung? Ich wollte die Brennstoffzelle abliefern. Mensch, lenkt mich doch nicht immer ab. Ich habe da unterwegs noch einen Obelisk gefunden. Das ist gut, da muss ich auch noch ein paar Dinge sinsen. Och nö, Sackgasse. Bin ich so gut durchgekommen und jetzt stehe ich wieder vor irgendeiner Mauer und komme nicht mehr rein. Ist doch Mist. So, ich bin ganz nah dran an der Evakuierungszone, oder? Ja, hier bin ich. So, nächste Brennstoffzelle einbauen und damit haben wir 2 von 4. Das sind 50%. So, jetzt schauen wir mal. Die nächsten sind links oben und links unten. Ich denke, wir werden links unten, also im Südwesten probieren. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Dann kann ich mich nämlich zu diesem Verbindungsturm hier in der Nähe vom Schutzhof
teleportieren. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwie... Was ist denn eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich da nie runtergegangen? Ah, da ist ein Gebirge. Also ich muss auf jeden Fall hier nach Pimaville. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Weil für heute reicht's mir. Ich bin jetzt zufrieden mit der zweiten Brennstoffzelle, mit der Gruft. Alles super gelaufen heute. Wenn es so weitergeht, dann sind wir in 4 Folgen durch mit dem Spiel. Ich habe aber noch so meine Zweifel. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.